So, Freunde, also ihr seht, hier ist wahnsinnig viel los bei unserer Arena of Pop. Das Gelände ist riesig groß, es sind sehr viele Leute da und deswegen, damit man das besser überblicken kann, haben wir einen Helikopter in die Luft geschickt. Und da oben in der Luft ist jetzt gerade unser Reporter Peter Steitz. Peter, wie sieht's aus bei euch? Erzähl mal. Ja, Jens, was soll ich sagen? Der Blick von hier oben ist echt atemberaubend. Menschen in den Quadraten, wohin man schaut, Tausende und Abertausende tummeln sich in und um das Mannheimer Schloss. Es ist ein echtes Privileg für mich, das Spektakel von hier beobachten zu können. Es ist der absolute Wahnsinn. Von hier aus kann ich jetzt schon sagen, dass die Arena of Pop 2011 mal wieder ein echtes Super-Highlight des Jahres ist. Da rockt der Sommer wirklich. Alles klar, danke schön, Peter. Hier wird jetzt noch weiter gerockt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Freunde, 30 Meter in der Höhe hier über dem Mannheimer Schloss. Das war Arena of Pop 2011. Hier unten sind sie, dem Mannheimer. Der Abendhimmel glüht noch, genauso wie die Stimmung hier. Sunrise Avenue waren mit dabei. Ricky Martin natürlich hat gerockt. Frieda Gold und Foreigner haben sowieso die Kiste hier krachen lassen. Ja, das war die Arena of Pop 2011. Ich danke euch fürs Zuschauen und natürlich fürs Vorbeikommen. Hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Wir hatten ihn auf jeden Fall. Und mal schauen, was jetzt noch so geht. Bis dann, wir sehen uns.